Ist der Sommer nicht wunderbar? Einfach mal die Seele baumeln lassen und mit einem guten Buch die Sonne genießen. Das ist so schön, dass einem auch mal die Augen zufallen können. Zu blöd, wenn statt knackiger Sommerbräune plötzlich alles spannt und brennt. Hätte sie sich mal lieber eingeschmiert. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Deshalb geben wir heute für den Fall der Fälle drei Tipps zur Linderung von Sonnenbrand. Erster Tipp: Kühlen. Selbstredend sollten Sie bei Sonnenbrand erstmal schleunigst aus der Sonne raus. Aber auch zusätzlich darf der Körper gerne noch mit feuchten Umschlägen oder einer erfrischenden Dusche heruntergekühlt werden. Achtung, zu kalt ist auch keine gute Idee, also bitte keine Eiswürfel oder Kühlaggregate verwenden. Zweiter Tipp: Besonders viel trinken. Durch einen Sonnenbrand verliert die Haut Flüssigkeit. Für eine schnelle Regeneration sollten Sie daher viel trinken, am besten Wasser oder dünne Kräutertees. Das schützt übrigens auch vor Faltenbildung. Dritter Tipp: Unterstützende Wirkstoffe verwenden. Bewährte Hausmittel mit Aloe Vera lindern den Schmerz und versorgen die Haut mit wertvollen Nährstoffen. Was außerdem jeder im Kühlschrank hat, sind Milchprodukte wie Joghurt oder Quark. Diese punkten durch ihren hohen Kalziumgehalt, Vitamine und Mineralstoffe. Vorsicht! Bei offenen Wunden, beispielsweise durch offene Blasen bei Sonnenbrand, keine Milchprodukte verwenden, da hier Bakterien eindringen können. Außerdem ist von Ölen und Fetten abzuraten, da diese die Hitze in der Haut zusätzlich stauen können. Wir fassen zusammen: Raus aus der Sonne und betroffene Stellen schonend kühlen, besonders viel trinken und die Heilung mit Hausmitteln wie Aloe Vera oder Milchprodukten unterstützen. Und beim nächsten Mal vielleicht einfach ein bisschen besser aufpassen. Wer weiß, vielleicht feiert der Sonnenschirm in Deutschland bald sein Comeback.